Freien Arbeiterinnenunion. Hallo Leute, Genossinnen und Genossen. Ich bin wirklich sehr froh, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Besonders froh bin ich, dass wir, die FAU, als antikapitalistische, internationalistische Gewerkschaft heute dabei sind. Denn für uns war schon immer klar, dass die Kämpfe gegen Ausbeutung und die Kämpfe gegen Ausgrenzung und Rassismus untrennbar zusammengehören. Die rechte Politik und der offene Rassismus im Bundestag wie auf der Straße versuchen die Arbeiterinnen und Prekarisierten gegeneinander aufzuhetzen. Das nutzt nur den Reichen und Konzernen. Gleichzeitig treibt der globale Kapitalismus täglich Ungleichheit und Ausbeutung voran. Unsere Antwort als Gesellschaft und Gewerkschaft kann somit keine Standortpolitik sein. Unsere Antwort ist die internationale Solidarität. Internationale Solidarität! Internationale Solidarität ist in der FAU kein theoretisches Lippenbekenntnis. Nein, das ist für uns alltägliche Praxis. Seit mehreren Jahren kämpfen wir mit rumänischen Arbeiterinnen um ihren Lohn. Mehrere Genossinnen waren monatelang auf der Baustelle der Mall of Berlin, ich meine natürlich die Mall of Shame, beschäftigt. Als die Arbeiten abgeschlossen waren, erhielten sie keinen Lohn. Das Unternehmen meldete Insolvenz an. Das ist auf Berliner Baustellen leider kein Einzelfall. Doch Menschen, die keinen festen Wohnsitz haben, in Berlin haben natürlich, sind besonders schwer davon betroffen. Seit einiger Zeit kämpfen wir außerdem mit prekarisierten Fahrradkurierinnen um faire Arbeitsbedingungen. Deliveroo und Foodora sind globale Unternehmen. Unsere Antwort auf ihre globale Ausbeutung ist ein internationaler Arbeitskampf. Unsere Basisgruppen sind in über 10 Ländern organisiert. Internationale Solidarität braucht natürlich auch internationale Vernetzung. Unsere Schwesterngewerkschaften der ganzen Welt haben sich deshalb im Mai in Parma zusammengefunden und die IKA, die Internationale Konföderation der Arbeiterinnen, gegründet. Wir lassen uns nicht gegeneinander aufhetzen. Wir organisieren uns zusammen über Betriebs- und Ländergrenzen hinweg für ein freies, solidarisches Leben. Wir werden immer mehr und wir haben viel zu tun. Wir müssen kämpfen, um die Arbeits- und Lebensbedingungen in den jeweiligen Ländern zu verbessern, damit Menschen nicht ihr Zuhause verlassen müssen. Und wir müssen kämpfen, damit die Leute, die es doch müssen, nicht einem Rassismus begegnen, der in letzter Zeit immer weiter wächst und normalisiert wird. Das sind die Kämpfe, die uns alle was angehen. Lasst uns den Chefs, den Konzernen, den alten und neuen Faschos klar machen. Wir sind nicht Volk, wir sind Klasse und wir stellen unsere grenzenlose Solidarität gegen euren Rassismus und gegen eure Ausbeutung. Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität!